Hallo liebe Leute, da sind wir wieder. Heute machen wir den Kiri Number 3. Der wurde ebenfalls in der Floridita Bar in Kuba um 1915 rum entwickelt. Ich zeige dir diese schöne Variante. Wenn du mal sehen willst, wie der geht, dann sollst du jetzt dranbleiben. Wir beginnen mit 6 cl weißem Rum. Nehmen dann ungefähr 1 cl Pink Grapefruit Saft, 1,5 cl an frischgepresstem Limettensaft oder 100% Direktsaft, wenn ihr keine Limettenpresse habt. Dann 1,5 cl selbstgemacht Zuckersirup. Das ist Rich Simple Syrup, wie man es in USA sagen würde. Also 2 zu 1 Zucker zu Wasser. Und dann brauchen wir noch 3,8 Milliliter. In meinem Fall nehme ich jetzt hier 0,5 Milliliter, also 5 Milliliter, so rum. An Luxardo Maraschino Kirschlikör. Jetzt geben wir Eis drauf und mixen alles. Und anstatt die Limettenscheibe, die wir jetzt hier noch einmal an den Rand geben, an den Rand zu stecken, werfen wir die einfach in unseren Drink und sind dann fertig. Und das hier ist der Kiwi Nerve Stream mit Grapefruit. Ich bin mal gespannt, ob man der wirklich schmeckt. Okay, man riecht auf jeden Fall, man riecht die Limette. Man schmeckt auf jeden Fall den Maraschino Likör. Aber dann kommt hinterher subtil noch die Grapefruit raus und dann den Limettensaft. Ich habe ja den Rand eingerieben, muss nicht zwingend gemacht werden. Farblich gebe ich ihm ja eine 4 und geschmacklich gebe ich ihm eine 7. Also ich fand den No 2 besser als den hier, aber ja, ist Geschmackssache und dann bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.